Wird man hier auch mal bedient? Mach du. Hey. Hey. Christian? Ja? Wegen der letzten Tage. Es tut mir leid. Olli, du bist nicht schuld an Philipps Unfall. Ich weiß. Er hat einfach nicht geguckt, als er über die Straße gegangen ist. Und selbst wenn, du hast ihn gerufen. Schon gut, ich weiß jetzt, dass ich nicht schuld bin. Seit wann? Nico war bei mir und hat sich entschuldigt. Auch sie war total neben der Spur, als sie dir diese Vorwürfe gemacht hat. Das hat sie auch gesagt. Trotzdem danke. Nimmst du meine Entschuldigung an? Du trägst sie nicht mehr? Das mit Olli, das ist. Aber warum? Führen wir denn überhaupt noch eine Ehe? Christian, Mann, ich liebe dich. Du bist der, auf den ich immer gewartet habe. Mein Traummann, mein Seelenverwandter, meine zweite Hälfte. Und ich möchte mein Leben mit dir teilen. Und deshalb frage ich dich, ob du auch dein Leben mit mir teilst. Oliver Sabel, du hast mir gezeigt, was es heißt, sich zu lieben. Du hast mir gezeigt, wie man über sich hinauswächst und wie man sich was im Leben traut. Du hast mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Und deshalb... Ja, ich will ja auch. Mit dem Psalm lobe den Herrn, meine Seele, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes tut. Ihr dürft euch jetzt küssen. Ich dachte, es geht ihm besser. Ich glaube, diesmal geht's nicht um Philipp, sondern um Christian. Liebeskummer. Es tut weh. Aber weißt du was? Meiner ist weg. Zum Glück. Die Steigers habe ich gefegt. Wow. Ich muss gleich nur noch die Halle abziehen und dann die Ballenpresse vom Hof fahren. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist alles? Also, du schmeißt ja vielleicht täglich Mädchen aus deiner Wohnung. Danach. Aber ich bin sowas nicht gewohnt. Wir wollen nur noch einen Kaffee trinken. Einen Kaffee. Und du meinst, dass das als Wiedergutmachung reicht? Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Bereit für den großen Tag? Ich weiß nicht, ob es schon alle gehört haben, aber unsere Gelder sind von der Familie bewilligt. Das heißt, die Rennlizenz ist unsere letzte Hürde. Wenn wir die nehmen, steht dem Landschankampf nichts mehr im Weg. Ich kenne Huber übrigens. Und ich weiß, dass ihm zwei Dinge wichtig sind. Eine gute Repräsentation und eine solide Finanzierung. Habe ich auch schon gehört. Aber wir sind gut aufgestellt. Ein Teil der Familie wird anwesend sein und
Mein Cousin Ansgar überarbeitet bis heute Mittag noch mal den Finanzplan. Ja, also dann gibt noch einiges zu tun. Packen wir es an. Aber kannst du das denn nicht verstehen? Er ist manchmal so unvernünftig. Freu dich doch, dass es ihm wieder besser geht. Das tue ich doch. Aber er hat wirklich absolutes Aufstehverbot. Dr. Voss hat gesagt, dass es zu postoperativen Blutungen im Gehirn kommen kann. Ich könnte echt nicht im Krankenhaus arbeiten, ständig mit dem Tod konfrontiert zu werden. Nico! Was machen Sie da? Bettzeug wechseln. Wo ist Philipp? Wo ist mein Mann? Was ist mit ihm? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Hey. Entschuldigung. Jetzt kommt 214 zum Hotel. Wissen Sie, ist es was passiert? Bevor du wieder mit mir schimpfst, die Ärzte haben mir heute erlaubt, aufzustehen. Philipp! Was ist denn los? Dein Zimmer war leer und dann hat jemand am Flur vorbeigefahren, der war... Nicola, alles ist gut. So schnell wirst du mich nicht los. Das verspreche ich dir. Geht schon, danke. Wie konntest du deine Familie eigentlich gestern überzeugen bei der Gremiumssitzung? Ach. Kannst du mir mal den Haken reichen? Ja. Ich muss mich umziehen, habe ich ganz vergessen. Kommst du alleine klar? Ja, klar. Ach, und beim Empfang gleich, ich möchte, dass du das Büro aufräumst. Also ihr, Christian, okay? Alle beide. Ja, aber dann können wir ja gar nicht dabei sein. Ja, genau. Lässt sich nicht vermeiden. Bis später. Was war denn das gerade für eine Aktion? Vielleicht war er nervös. Wegen dem Termin. Ach, komm schon, Dana. Ist da nach dem Kuss noch irgendwas zwischen euch gelaufen? Lasst euch durch mich nicht stören. Ich suche nur Adam. Wo waren wir stehen geblieben? Bei was ist da zwischen euch gelaufen? Ja, genau, zwischen euch, zwischen Hang und dir. Nee, zwischen euch, zwischen Theresa und dir. Da war nix. Da war nix. Nein, da war nix. Bei mir war nix. Ja, dann. Die Beinpresse habe ich ganz vergessen. Offen. Yay. Was macht ihr denn hier? Wir wollten noch mal hören, wie es gelaufen ist. Es läuft immer noch. Ach so. Dann sind wir mit der hier wohl ein bisschen zu früh dran, was? Ja, leider. Oh, ihr kommt ja auch nicht zur Ruhe, was? Erst ist die Firma gerettet und jetzt müsst ihr wieder um eure Jobs zittern. Also wenn man gut ist, findet man immer was Neues. Ja, wenn. Wie Sie wissen... Planänderung. Theresa, Sie führen die Organisation jetzt schon vor. Jetzt sofort? Sofort. Ja. Kommt, Leute. Beeilung. Du wirst sie umhauen. Ja, dass dir mein Outfit gefällt, habe ich mir schon gedacht. Wieso? Immerhin sehe ich damit fast aus wie ein Mann. Was war das denn? Was? Mit mir wollte er auch nicht drüber reden. Ach, das heißt, da gibt's was zu erzählen? Oh, ja. Dana, dass du ein kleines Waschweib bist, das war mir klar. Aber du, Fritsche, zu viele Therapiesitzungen? So. Danke.
Gib dir keine Mühe, ich weiß, es ist gut gemeint. Olli, ich kenne dich, seit du so klein bist. Ich war vorhin mit Nico im Krankenhaus, Philipp besuchen. Geht es ihm wieder schlechter? Ich dachte, sein Zustand wäre stabil. Nein, da ist alles okay, aber sein Zimmer war leer und dann haben sie noch eine Leiche über den Flur geschoben. Ach, die arme Nico. Das muss ja ein Schock gewesen sein. Mhm. Und zum Glück warst du dabei. Und jetzt mal zurück zu dir. Was hat das mit deinem Ehering zu tun? Gar nichts. Die Sache im Krankenhaus, die hat mich nur sehr mitgenommen. Olli, so klein. Christian trägt seinen nicht mehr. Ja, Olli, er ist so oft auf dich zugegangen und du hast ihn jedes Mal weggestoßen. Ich weiß. Charlie, ich war noch nicht so weit. Ja, aber du kannst nicht erwarten, dass Christian dir ewig hinterherläuft. Du musst dich entscheiden. Irgendwann sucht er sich eine andere. Musst du die Bohnen erst noch rösten oder wo bleibt der Kaffee, den du mir versprochen hast? Ja, was sollst du da machen? Einen anderen meine ich natürlich. Du meinst, ich soll noch mal mit ihm reden? Ja, wenn dir deine Ehe noch was bedeutet. Schau mal, ihr hattet so viele Missverständnisse. Reden hilft immer. Warum dauert das denn so lange? Das ist kein gutes Zeichen. Wir haben sie. Was? Ah. Wir haben sie? Wir haben sie! Und dann ist Ansgar von Lahnstein endlich gekommen. Hagens Frau und der Finanzplan, das war zu viel für Huber. Der musste einfach ja sagen. Also, ihre Töchter sind wirklich beide unglaublich. Ja? Ich habe 3 davon. Sag mal. Ich taufe dich auf den Namen erfolgreicher Chef des Lahnstein-Rennstalls. Vielen Dank. Ich fühle mich zutiefst geehrt. So, Prost. 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 Ja, Prost. Hey! Oh. Prost! Zum Glück macht Champagner keine Flecken. Und wenn es so wäre, das wäre mir die Rennlizenz wert. Na, da funkt's aber heftig zwischen den beiden. Ja, offensichtlich. Das stimmt übrigens nicht, dass ich dich nur in deinem Rennoutfit sexy finde. Ja, aber es gefällt dir schon, ja? Naja. Und wenn es so wäre? Jetzt lass mich doch erstmal aufschließen. Und wenn ich einen Hausflurfetisch habe?